So ausgelassen wie beim überzeugenden 1:0 Heimsieg am vergangenen Sonnabend gegen die Stuttgarter Kickers kann es an diesem Freitagabend so kurz vor 9 gern auch im Sportpark Unterhaching weitergehen. Klar, auch in der Auswärtspartie gegen die Spielvereinigung will unser Team unbedingt punkten und damit dem Klassenerhalt wieder etwas näher rücken. Auch wenn es derzeit sportlich sehr gut läuft, lässt es unser Team keineswegs ruhiger angehen. Ganz im Gegenteil. Auch in dieser Woche hat die Mannschaft wieder höchst fokussiert und konzentriert gearbeitet, um für den 33. Spieltag optimal vorbereitet zu sein. Nicht mit dabei sein wird am Freitag Marco Kofler, der nun leider zu unseren Langzeitverletzten gehört. Unser Mittelfeldabräumer hat sich im Spiel gegen die Kickers einen Mittelfußbruch zugezogen und wird bis zum Ende der Saison ausfallen, ist aber wie gewohnt positiv. Ja klar, ich glaube, die Physios und Masseure, die machen eine gute Arbeit und die bringen mich schon voran. Jetzt natürlich habe ich keinen Stress, die 6 Wochen muss ich jetzt pausieren. Danach ist eh ohnehin Pause und danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Wer Marco am Freitagabend in Unterhaching ersetzen wird, will Cheftrainer Carsten Baumann kurzfristig entscheiden. Eine Option könnte Tommy Grupe sein, der davor warnt, die zuletzt glücklosen Gastgeber zu unterschätzen. Ja, ich denke, in der dritten Liga ist es schwer, gegen jeden Gegner zu spielen und vor allem jetzt auch die Hachinger, die auch schon mit dem Rücken an der Wand stehen und unbedingt punkten müssen gegen uns, wird das auf jeden Fall kein einfaches Spiel und ja, so werden wir das Spiel auch angehen. Wir werden das Spiel angehen wie jedes andere auch und mit Vollgas dann reingehen, dass wir da punkten. Auch wenn die Partie nicht im TV übertragen wird, werdet ihr nichts verpassen. Denn wie immer ist das Hansa Fanradio am Start und wird für euch live berichten. Das letzte Mal, als unser FC Hansa hier im Malchower Waldstadion zu Gast war, testete unser Team in Vorbereitung auf die neue Saison gegen den Berliner AK und gewann damals 2:0 nach Toren von Dennis Rebeni und Julian Jakobs. Am 28. April wird der FC Hansa nun wieder in der Inselstadt antreten, dann allerdings gegen den Malchower SV. Und es wird dabei auch weniger um das Ergebnis gehen, sondern vielmehr darum, dem Oberliga-Club zu helfen. Denn dem MSV, bei dem es sportlich aktuell sehr gut läuft, droht die Insolvenz. Rund 20.000 Euro fehlen und der FC Hansa möchte dem Verein mit einem Benefizspiel unterstützen und hofft natürlich auf viele Besucher. Seit dieser Woche könnt ihr mithelfen und Tickets für die Partie, die am 28. April um 18.30 Uhr angestoßen wird, kaufen. Alle Informationen und Preise findet ihr auf www.fc-hansa.de. Mit reichlich Unterstützung können an diesem Wochenende hoffentlich auch unsere A-Junioren rechnen, die aktuell mitten im Abstiegskampf stecken. Das Team von Roland Groß steht momentan auf Platz 12 der Tabelle und damit auf dem ersten Abstiegsplatz. Die nächste Gelegenheit, Punkte zu sammeln, gibt es am Sonnabend, wenn ab 11 Uhr der Tabellenvierte Eintracht Braunschweig zu Gast im Volksstadion sein wird. Keine einfache Aufgabe. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr unserer U19 den nötigen Rückhalt von den Rängen gibt. Einen Nachholtermin für das Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn Holstein Kiel, das für vergangenen Sonntag angesetzt war und abgesagt werden musste, gibt es derweil noch nicht. Hansa-Fans, aufgepasst! Wir sind auf der Suche nach euren Gesichtern. Zum 50. Geburtstag unseres geliebten FC Hansa arbeiten wir gerade an einem Jubiläumsmagazin, in dem natürlich auch ihr Platz finden sollt. Damit wir zeigen können, wie bunt unsere Hansa-Familie ist, suchen wir die verschiedensten Fans. Ob Biker, Oma oder Zwillinge, je ausgefallener, umso besser. Schickt uns eure Geburtstagsglückwünsche an den FC Hansa zusammen mit einem Porträt in möglichst hoher Auflösung an presse@fc-hansa.de. Also, wir hoffen, dass ihr dabei seid und die Aktion mit euren Bildern oder denen eurer Hansa-verrückten Kollegen, Nachbarn oder Freunden unterstützt. Fast 3 Wochen ist es nun schon wieder her, unser grandioses Benefizspiel Materia and Friends vs. Paula and Friends.
So ganz vorbei ist es aber noch nicht. Denn wie versprochen habt ihr die Möglichkeit, euch die Trikots von Campino, Avizon und Co. und damit wirklich einmalige Erinnerungsstücke zu sichern. Wer ein Auge auf das Trikot von Paul Kalkbrenner geworfen hat, sollte am besten gleich mitbieten. Denn die Versteigerung läuft nur noch bis Sonntag. Der Erlös der Auktion geht übrigens an unser Nachwuchsprojekt für Hansas neue Helden. Alle Infos bekommt ihr auf www.fc-hansa.de.